Ja, hi Leute, hier ist euer Mofa. Ich grüße euch ganz herzlich. Wir sind bei Folge Nummer 28, 29 sind wir, glaube ich, sogar schon. Und wir haben das Glück, dass wir gleich Batterien in unserem Zimmer haben. Was ich natürlich hocherotisch finde. Nichtsdestotrotz, in unserer letzten Folge hieß es, er muss endlich den Schlüssel zum Friedhofstor finden. Und dass das Böse mit der Puppe angefangen hat. Ich weiß allerdings nicht, welche Puppe. Wir hatten eigentlich so wirklich Kontakt mit der Puppe, hatten wir gar nicht. Bilde ich mir zumindest ein. Nur diese Puppen fürs Ankleidungszimmer. Und eben mit der Puppe, mit der Vogelpuppe, mit der Vogelscheuche und mit dieser Clownpuppe. Eigentlich hatten wir eine ganze Menge Kontakt mit Puppen. Vogelscheuche ist natürlich wie immer weg. Ist auch nicht so schlimm, wir gehen auf jeden Fall wieder rein, sonst erschrickt wieder der Gute. Okay, ich denke mal, dass wir in dieser Folge einen Schlüssel bekommen werden, der dann für dieses Friedhofstor... Was hat jetzt hier geflackert? Der auf jeden Fall für dieses Friedhofstor ist. Und ich weiß ja nicht, was passiert, also... Ich kann es nur spekulieren, aber... Es wurde ja tatsächlich nie aufgeklärt, ob Linda dann tatsächlich tot ist. Beziehungsweise, wenn sie tot ist, wo sie begraben worden ist oder so. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier ist, ob das vielleicht ihr... Der Geist ist von ihr, der hier rumspukt irgendwie. In der Clownspuppe wäre zwar ziemlich... Ja, ulkig, hätte ich jetzt mal gesagt. Oder sehr zum Schlechten geändert. Oder, ja, wir wissen ja so gesehen noch gar nichts. Er weiß, dass die Puppe Schlechtes gemacht hat oder das Böse mitgebracht hat. Allerdings wissen wir ja nicht so recht, wer diese Puppe ist und wo und was diese Puppe ist. Ich halte mich hier. Das ist definitiv hier mein Lieblingszimmer. Okay. Na gut, wir schauen auf jeden Fall mal weiter. Wir haben hier unser Uhrenzimmer. Wir haben 11:45. Und was mir aufgefallen ist, stimmt, der Ton ist definitiv anders. Also jetzt haben wir hier sogar so einen Gesang drinnen. Irgendwie so ein bisschen. Es donnert, gewittert und blitzt. Und ich dachte, ich höre schon wieder irgendwelche Steps. Ja, einfach weitergehen. Gar nicht aufhalten lassen. Ich weiß nicht, nach was wir suchen müssen. Ja, auf jeden Fall nach einem Hinweis. Aber ich habe keinen blassen Schimmer, wo dieser Hinweis sein soll. Uns fehlt tatsächlich auch noch ein Schlüssel für das hintere Zimmer im Erdgeschoss. Er sitzt immer noch da. Da fehlt uns definitiv noch ein Schlüssel. Ich weiß auch nicht, was das Ganze jetzt mit diesem Bild zu tun hat. Das war diese Tür, die ist immer noch zu. Gibt es irgendwo einen Bilderrahmen, wo ich vielleicht dieses Bild reinlegen muss? Also, ich ziehe gerade alle möglichen, ja, wie nennt man das, alle möglichen Dinge hier so durch meinen Kopf, aber ich weiß halt nicht, was richtig ist, oder? Überhaupt eine Theorie irgendwie richtig ist. Okay, die Tür ist auf jeden Fall zu. Ich glaube, das ist die einzige verschlossene Tür hier noch in diesem ganzen Haus. Und dann eben noch hinten die Friedhofstür. Ich will jetzt noch mal schnell nach oben schauen.
ganz hoch. Ob wir da noch eine Türe hatten, die verschlossen war. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Jetzt ging, glaube ich, hier entlang, oder? Genau. Hier, die Türe ist definitiv offen. Die Türe ist offen. Diese Türe ist offen. Und diese Türe ist offen. Und das war's. Okay, dann habe ich eine Theorie, dass das unten unsere allerletzte Türe sein wird in diesem Haus. Und dass wir in der Türe einen Schlüssel für den Friedhof bekommen werden. Denke ich mal. Allerdings brauchen wir erst den Schlüssel, um die Türe unten aufzumachen. Wo diese allerdings ist, weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Also, aber das einzige Gute ist, wir haben auf jeden Fall volle HP, also wir haben volle Leben. Das beruhigt mich dann ja schon etwas. Uhrenzimmer, okay. Cannabiszimmer. Ne, Linderzimmer. Ich kann sie halt nicht aufheben, die blöden Taschenlampen. Taschenlampen, die blöden Batterien. Ja, okay. Hier gerade ja ein bisschen logisch zu spielen und stell mir gerade alle Abläufe im Kopf vor oder wo dieser Schlüssel denn noch sein könnte, wo wir denn zum Beispiel noch keinen Schlüssel hatten. Und ich glaube, das war tatsächlich in dem Maskenzimmer. Ich kann mich natürlich auch täuschen. Allerdings weiß ich auch gar nicht mehr, wo das Maskenzimmer war. Maskenzimmer, Maskenzimmer, Maskenzimmer. Das war, glaube ich, sowieso. Und dann müssen wir jetzt hier gleich mal nach unten abdriften. Okay, ich höre auf jeden Fall Kinder lachen. Das Maskenzimmer. Wo war das denn gleich nochmal? War das hier unten? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, Jungs und Mädels. Hier war die Küche. Ist der Kühlschrank offen? Ja, hier außen wuselt schon wieder irgendwas rum. Wir bräuchten das Maskenzimmer. Wie gesagt, ich übernehme keine Garantie dafür, dass das jetzt richtig ist, ob da tatsächlich dann außen auch dieser Schlüssel ist, beziehungsweise im Maskenzimmer. Aber ich bilde mir ein, im Maskenzimmer hatten wir noch nichts gefunden. Im Cannabiszimmer hatten wir was. In dem Zimmer weiß ich es auch nicht. In dem Zimmer hat man einen Brief gefunden. Macy! Sind wir richtig? Im Kaminzimmer. Nee, sieht ja nicht danach aus. Okay, ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig. Danke. Okay. Jetzt habe ich wieder die Orientierung verloren. Hier ging es nach oben. Ich glaube, wir... Nee, wir gehen tatsächlich mal nach oben, glaube ich. Wir haben unten jetzt alles durchgeschaut. Ich weiß es nicht.
glaube, was hier immer so hell aufblitzt, ist ja tatsächlich immer der Blitz. Immer wieder das Uhrenzimmer. Hier ist wieder das Uhrenzimmer. Was haben wir hier drinnen? Ja, ich weiß eben auch nicht, warum. Warum dieses blöde Bild? Warum ich das jetzt mit mir rumtrage? Also wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass ich das mit dem Bild vielleicht irgendwas anstellen muss. Muss ich das hier irgendwo draufpappen oder drauflegen? Ich habe keine Ahnung. Ja, hier haben wir wieder die Küche. Aber er gibt mir halt auch keinen Tipp mehr gerade, ne? Ich meine, es ist alles so verwinkelt. Also, habe ich auch sogar schon tatsächlich überlegt, einen Plan zu zeichnen. Allerdings ist es ja jetzt ziemlich unnütze. Aber ich denke mal, es wäre um einige schneller gegangen. Okay. Wir sind im Musikzimmer. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Oh. Oh mein Gott, soll ich da jetzt vorbeilaufen? Ich meine, ich bin ja schon sehr nah dran, ne? Sie hat aber keine Hupe. Was ist denn mit ihrem Gesicht los? Sie hat kein Gesicht. Soll ich den Schlüssel nehmen? Oh mein Gott, nein, natürlich. Aufhören. Wir sind hier jugendfrei. Oh mein Gott, aber trotzdem, sie sitzt hier rum. Ich kann jetzt auf sie. Ich kann durchlaufen. Ich kann hier alles mit der machen, was ich will. Und sie sitzt einfach hier. Ich weiß, wenn ich jetzt den Schlüssel nehme, dann springt es mir total ins Gesicht. Aber wir riskieren jetzt einfach mal. Also, fertig, mach ich. Ich glaube, der Schlüssel zum Friedhof lag oben auf dem Teppich, wo ich Linda zu sehen geglaubt habe. Was? Sie ist immer noch hier. Und wir nehmen den 3, 2, 1 und go. Okay. Also es ist doch Linda. Beauty Linda. Ah, schade. Schade um die schöne Frau. Wirklich scheiße, jetzt weg? Ich glaube, ich bin bloß von der falschen Seite gekommen. Sonst wäre sie nämlich wahrscheinlich schon verschwunden. Ich weiß natürlich jetzt, wo wir hin müssen. Weil das kann nur noch diese Tür da hinten sein. Und das ist ganz genau die hier. What? Oh mein Gott. Müssen wir schon zum Friedhof? Clowny, müssen wir Friedhof? Ja, jetzt bin ich ja gespannt. Los, lauf, 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 wie du noch nie gelaufen bist. Oh mein Gott. Wir sind auf dem Friedhof. Finde Lindas Ruhestätte. Ja, die ist hier vorne, denke ich mal. Okay. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Oh, das sind... Vielleicht doch etwas mit... Lässt du mich in Ruhe? Finde Lindas Ruhestätte. Linda. Ja, hier steht ja nichts auf den Grabsteinchen. Finde Lindas Ruhestätte. Ein Brunnen. Ah, hier steht was drauf, glaube ich.
Hey, ich... Was war jetzt das? Okay. Linda, ey. Ah, Batterien? Nimm. Nimm. Was ist denn das jetzt hier? Komm schon. Okay, ein bisschen buggy. Finde Lindas Ruhestätte. Nicht, dass ich hier dann gleich aus der Map rausglitsch. Okay, ich kann sie aber nicht nehmen. Linda ist... Ja, mit Sicherheit ist in dieser Tür drin. Okay, wir gehen jetzt erstmal hier rein und machen jetzt erstmal nochmal Licht, weil ich traue der ganzen Sache hier nicht so. Okay, wir gehen rein und zünden hier Kerzen an. Setz das Foto in den Rahmen ein. Oh mein Gott. Okay. Liebe Leute, es tut mir wahnsinnig leid, aber das war's von Tag Nummer 29. Wir sind bei der nächsten Folge bei Tag Nummer 30. Ich zeige euch mal kurz, damit ihr wenigstens seht, was euch erwartet. Man sieht schon nicht mehr. Ja, nichtsdestotrotz, dann bin ich auf jeden Fall erstmal raus. Dann bis dahin, macht's auf jeden Fall gut. Euer Mofa, ciao, ciao.